Eine weitere Hörspielserie, die ja sehr beliebt eigentlich ist und die noch nicht viele Leute kennen, ist eigentlich Point Bitmark. Ich habe jetzt mich jetzt dafür entschieden, euch die letzte Folge zu präsentieren. Ich meine, die habe ich wirklich mal alle. Aber die Folge finde ich persönlich sehr gut gemacht, obwohl die bei den Fans in den Kritikpunkt steht, weil natürlich der Volker Sassenberg da voll abledert drinne so ein bisschen, dass sie ihn damals ja die Rechte geklaut haben und deswegen ja Probleme gab bei diesen Hörspielgeschichten, das weiter fortzuführen, weil sie, da haben sie irgendwie die Rechte angeklaut an der Musik, an den Skripten und so weiter. Und da hat er den Rechtsstreit am Ende noch gewonnen. Und dann kamen hier noch zwei Folgen raus und momentan ist die Serie ja leider Gottes erstmal ja in den Schrank gelegt worden, was mich sehr traurig macht, weil das echt meine Lieblingsserie ist. Also mittlerweile ist das eine der besten Serien für mich. Ich finde die sogar teilweise besser wie drei Fragezeichen oder Jan Tenner, weil die auch echt detailgetreu ist. Also er produziert ja echt nicht viele, aber wenn man mal so in Kleinigkeiten reinhört, was so die Nebengeräusche sind oder die Nebenstorybots, ist das alles sehr ausgekundschaftet und hier wird das nicht auf Masse produziert. Und das macht es sehr, sehr gut und der hat echt Folgen drauf, wo andere noch nie so großartig darüber berichtet haben, so eigene Storyboards, die sind sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde es traurig, dass Leute diese Folge so schlecht betiteln und abtun, nur weil er da jetzt mal so ein bisschen quasi über eine andere Person, die in diesem Hörspiel drin ist, erzählt, wie das ist, wenn du quasi deine Rechte beraubt wirst und jemand anders benutzt deine Musik und produziert da Hörspiele mit oder Serien oder Filme mit. Ich finde eigentlich das richtig gut, dass er das gemacht hat und die Folge gefällt mir richtig gut. Da kannst du super bei einschlafen. Wir müssen mal Point Bitmark allgemein auch mal voten, wie die Folgen so sind. Für mich gibt es da fast keine schlechte. Ich könnte dann noch höchstens Einsen oder Zweien verteilen. Aber natürlich müsste man dann ja mal, weil das hier zum Beispiel jetzt die letzte Folge ist, das ist 42, also wir müssten jetzt 42 Folgen einmal durchvoten. Das werden wir sicherlich auch mal, irgendwann mal tun. Aber die gehört bestimmt zu den ersten. Ja, fünf, in den ersten fünf würde ich die schon setzen. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend hören wollt oder könnt und ihr habt diese Folge, diese Serie, dann hört euch die an. Es gibt mittlerweile auf YouTube auch die Möglichkeit, ein paar Folgen von zu hören. Ab und zu sind die mal drin, dass man die mal anhören kann oder teilweise ganz hören kann. Dann besorgt euch die. Ich lese euch das mal eben kurz vor. Der Ruf des Wellengängers. Vielleicht hast du schon die unheimlichen Geschichten von Wellengänger gehört, die man sich im Point Bitmark zu vorgerührter Stunde erzählt. Der bei fahlem Mondlicht über die Brandung schreitet, ohne jemals das Ufer zu erreichen. Es heißt, wer seinen Ruf vernimmt und ihn in Fluten folgt, ist für immer verloren. Jan, Tom und Derek lassen es sich nicht nehmen, eine mehr als gruselige Hörspielinszenierung über den lokalen Mythos zu senden. Doch beschwören sie damit schreckliche Dinge herauf. Der Wellengänger erscheint und schon bald fürchten die ersten Bewohner der Stadt um ihr Leben. Der einzige Weg, den tödlichen Bann zu brechen, führt hinaus auf die todbringenden See. Regie, Produktion, Volker Sassenberg. So. Leider, wenn man ihn anschreibt, anspricht oder die offizielle Seite im Internet aufruft, wo man mal Informationen darüber findet, ja, dann kommt da nie eine Antwort, was mich ein bisschen traurig macht. Ich hoffe, er lässt diese Serie nicht sterben, dass er sich nochmal ein Herz gönnt und sagt, pass mal auf, ihr habt so viele Fans, die möchten neue Folgen haben. Ich bringe noch welche von raus. Das heißt nicht, dass es bei drei Fragezeichen läuft, dass es so eine Massenproduktion wird und damit sinkt so ein bisschen das Niveau, weil da kannst du bei drei Fragezeichen nur noch drei oder vier verteilen. Das sind echt bombastische Folgen. Die muss jeder Fan eigentlich in seiner Serie irgendwo haben, irgendwo aufgenommen haben. Ich gucke nochmal, wie so sieht es von innen aus. Also, wenn ihr nicht wisst, mit welcher Serie ihr starten wollt, wenn ihr gefühlt schon alles durch habt und Point Bitmark kennt ihr nicht, dann fangt mit Folge 1 natürlich an, weil das jetzt die letzte Folge ist.
Und dann hört euch das alles durch. Das sind drei Jungs, wie man hier an der Seite auch sieht, so ein bisschen. Die betreiben über einen Leuchtturm einen Radiosender und bringen darüber Geschichten und erleben halt dadurch auch Geschichten. Die sind sehr spannend und sehr gut erzählt, sehr detailreich, sehr in den Hintergrundgeräuschen, sehr viel Mühe geben. Da ist sehr viel Herzensblut drin. Also wie gesagt, es gibt da keine Folge mit einer Note 3. Ich könnte nur Einsen und Zweien verteilen. Wenn man mal guckt, wenn man ein bisschen ins Internet sich beliest, wenn mal Folgen rausgekommen sind, sind die eigentlich auch immer sehr gut bewertet worden. Nicht nur von den Leuten, die es gehört haben, auch die so ein bisschen professioneller sind und die Hörspiele allgemein voten und für gut befinden im Internet, kommen diese Serien sehr gut weg. Das Problem ist halt dabei, es kommen so gut wie keine nach. Ich weiß nicht, wann er das nächste Mal jetzt Folgen ausbringt, aber ich hoffe, er lässt uns da jetzt nicht mehr so lange drauf warten, weil wir warten schon ein paar Jahre. Es gibt auch noch für alle, die es nicht wissen, ich habe eine Gruppe gegründet bei Facebook, extra zum Thema Point Widmark. Also wenn ihr Interesse habt, kommt in die Gruppe rein. Wir schnacken drüber. Ja, also hiermit die Einladung erteilt. Vergesst nicht, ein Däumchen nach oben da zu lassen und ein Like da zu lassen. Was sagt man noch? Die Glocke aktivieren. Ja, also was hilft den Kanal? Lasst mal in den Kommentaren, ob euch so welche Videos gefallen, wie ihr diese Serie, diese Folge allgemein findet. Ich weiß ja, die hat Kritikpunkte deswegen, aber ich finde sie nicht schlecht. Wenn ihr schon bei mir bei Facebook in der Gruppe seid und ich werde es da auch posten, das Video, und ihr hört das euch an, dann schreibt nicht nur unter dem Video, sondern allgemein unter der Gruppe, wie ihr das findet. Und kommt gerne alle herzlich in die Gruppe rein. Vielleicht habt ihr auch noch Informationen über Point Widmark und dann möchten wir das gerne lesen und teilen. Und vielleicht ist es auch eine Einladung jetzt hier an den Volker. Ich spreche dich jetzt mal persönlich an. Komm vielleicht mal bei uns in die Gruppe mit rein. Sprech mal mit deinen Fans. So viel Liebe, wie du in die Hörspiele reinsteckst, so mit so viel Liebe hören wir auch diese Hörspiele. Lass uns nicht hängen. Mach bitte weiter. Das ist eine richtig gute Arbeit gewesen. Lass dich von Kritik nicht unterbringen oder dass sie von dir was geklaut haben. Du hast den Rechtsstreit gewonnen. Jetzt genieße deinen Triumph und bringe bitte neue Hörspiele raus. Damit wir gut schlafen können. Ach so, die Serie für Kinder. Ist nicht für Kinder geeignet. Sie ist schon ein bisschen spookisch, ne? Also die Kinder sollten vielleicht ein bisschen älter sein. Da ist auch keine Altersangrenze dabei, aber ich denke mal so ab 12, ne? Okay.